führen zu dieser DVD. Wir haben darauf hingearbeitet, dieses Dokument rauszubringen. Genau. Wir haben eigentlich 29 Jahre geübt. Genau. Um endlich diese DVD machen zu können. Zwischendurch mal aufgelöst, weil wir nicht mehr weiter üben wollten. Die Kumulation von 30 Jahren Bandgeschichte. Schnitt. Das war gestern. Seitdem ist viel passiert. Sie heißt Andrea. Unterhosen gewechselt, Bassisten gewechselt. Alles versucht. Also öfter die Bassisten als die Unterhosen, so viel ist mal klar. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach, besser werden wir einfach nicht. Im Gegenteil. Meine Gitarre war aus. Meine Gitarre war aus, das ist ein Fehlstart. Hat keiner gehört. Hat gar keiner gemerkt. Hat keiner war plötzlich so angenehm. Ja, es hat so nicht war so geräuscht. Also du erfährst Sachen über die Band, die du vorher definitiv nicht wusstest und noch nicht wissen konntest. Die haben wir jahrelang geheim gehalten und jetzt packen wir sie halt einfach mal aus. Mir ist langweilig, mir ist langweilig, sterb uns langweilig. Ey, dann machen wir irgendwas. Dämonen nach der Dämonen und das war dann. So, dann fanden wir das auch gut. Also das wegen der, die Ärzte, ist ja so die Abkürzung für Dämonen. Genau. Aha. Und da fällt uns natürlich dann auch eine Menge zu ein. Das ganze Menü der DVD, was echt super schön ist. Ist und halt auch und sehr auch splatterig. Der Newsletter war auch so formuliert, da wurden dann viele alte B-Movies und Bahnhofs-Horrorfilme zitiert, nicht immer zur Freude von jedem Mitglied dieser Band. Nee, einer von uns, ich will aber keinen Namen nennen, weil das ist ja auch gemein, einer von uns kennt die meisten von diesen Filmen nicht. Und war dann so, wieso jagen wir denn Mini-Jungs und Mini-Mädchen? Die anderen beiden so, oh, hat wieder überhaupt keine Ahnung. Also, der essentielle Christopher Lee Dracula-Film. Ah, naja, ja. Die DVD, diesen Konzertfilm, einfach so wie so der Exorzist vorstellen. Ja? Nur das im Exorzisten, da siehst du den Dämon nicht. Und bei uns im Konzertfilm, da siehst du den Dämon in all seiner dreiköpfigen Schönheit. Realität. Und ja, wir gehen auch also rückwärts die Treppe runter. Du siehst ja auch eine komplette Menschenschung im Publikum. Die schweben da hoch, die drehen ihre Köpfe, die spucken. Ist es doch drin? Breche von denen. Ja. So, und der Geist von Rodrigo bezwingt dich, wird auch die ganze Zeit gesagt. Also mehr Dämonität ging einfach nicht. Das ist schon dämonisch, was wir da. Wenn man sie rückwärts abspielt, Vorsicht. Könnte ein Dämon auftauchen. Vorsicht. Sie essen alle auf, sie fressen alles auf. Und hast du keine Knarre, rate ich laut. Wir haben in Frankfurt 2 Tage gespielt und haben 2 verschiedene Setlisten gespielt. Und wir haben in Berlin 3 Tage gespielt und 3 verschiedene Setlisten gespielt. Und wir haben von den 5 Konzerten 4 aufgenommen. Oh Gott! Keine Gnade! Sie haben mit unserer Liebeshunde nichts gedacht! Super gut, wir waren in Frankfurt schon sehr zufrieden und haben aber gehofft, dass wir natürlich in Berlin einen draufsetzen. Und es war und so war's aber. Monate später und tatsächlich war es so. Schnitt! Es gibt halt ein paar Städte, die haben bessere Voraussetzungen als andere. Also muss man jetzt einfach mal eine Lanze für Berlin brechen. Da kommen wir her. Da ziehen wir natürlich auch am meisten Publikum. Also nicht natürlich, aber es ist so. Und da mittlerweile hat sich das so rumgesprochen, dass Berlin halt immer was Besonderes ist, dass da auch Leute aus dem ganzen Bundesgebiet hinpilgern, die uns halt sehr mögen und vielleicht sogar aus Österreich und der Schweiz. Und natürlich unsere vielen Fans aus Amerika, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte. Hi Stefan. Soll den Zettel noch raus. Und das war schon irgendwie klar, dass wir in Berlin, wenn wir da filmen, dass da was Gutes bei rumkommen würde. Und Frankfurt ist auch ein prima Publikum, aber da hat auch die Schönheit der Halle, diese wunderbar beleuchtete Kuppel, hinter der wir da standen, hat da immer noch den letzten Ausschlag gegeben. Beim ersten Mal ist es halt noch, da fällt dir natürlich auf, oh, die Kameraleute und dann wird es irgendwann so was Ähnliches wie normal. Also spätestens beim letzten Berlin-Konzert, nee, eigentlich schon bei beiden Berlin-Konzerten war es so, ach ja, Norbert ist wieder da.
Ja, aber hat seine Freunde dabei. Nicht, also das Einzige, was eigentlich anders war tatsächlich, weil wir wurden auf der Tour sowieso immer gefilmt, weil wir immer auf Leinwänden zu sehen waren, auch rechts und links von der Bühne oder hinter uns, je nachdem, welche Möglichkeiten wir hatten. Das Einzige, was eigentlich unterschiedlich war, dass wir eine reizende junge Dame mit Kamera auf der Bühne hatten. Stimmt. Hinter uns mit der Natalie, mit der wir uns dann unsere Späße erlaubt haben, so auf der Bühne. Ansonsten war es ehrlich gesagt, für mich zumindest, war es eigentlich so wie auf der ganzen Tour. Entschieden, welche Live-Aufnahme als Grundlage feststeht. Und davon wurden dann auch die Bilder für den Song als Grundlage genommen und dann wurden von anderen Konzerten Sachen reingeschnitten. Das war ja auch mit der Gründe, weswegen wir auch die Bilder etwas spannender haben wollten, als jetzt nur so ein linear abgefilmtes Konzert. Das ist, hast du nämlich wahrscheinlich wirklich den Effekt. Du siehst es einmal und dann kannst du es direkt wegstellen oder verticken, verschenken. Wir wollten schon mehr Bilder haben und dass wenn man sich das anguckt, auch neue Sachen drin entdeckt und dann vielleicht nochmal beim zweiten Mal neue Sachen sieht, als beim ersten Mal durchlaufen. Das Schöne hier ist, dass du halt, während du das Konzert siehst, halt eigentlich uns drei sehr häufig gleichzeitig siehst. So auch, also auch vom Namen, auch unsere Reaktionen und so, nicht immer, aber häufig durch den Splits. Also es ist auch so ein Drogenfilm, so ein bisschen. Ja, das genau. Bewusstseinserweitern. Ja, genau. Weil das geht ja gar nicht in echt. Also die Bühnen, die sind teilweise 400 Meter breit, da kann man ja gar nicht alle sehen, zeitgleich. 400 Meter breite Bühnen, ja. Aber nur 2 Meter tief. Wir sind ja nicht jeden Abend gleich schnell. Und da gibt es Tricks, Video ein bisschen anzuspeeden und ein bisschen zu verschnellern und zu verlangsamen, sodass es auf das gehörte Wort einigermaßen passt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte. Die Bilder, die aufgenommen wurden, die kann man natürlich stretchen, verlangsamen, schneller machen und so kann man halt die Tempi anpassen. Die stehen bis auf 2 oder 3 Lieder. Spielen wir nichts nach dem Klick-Track. Das haben wir auf dieser Tour auch zum ersten Mal gemacht. Dass ich nach dem Klick-Track spiele, wo dann halt so vom Sampler und bei einem Lied bei Tamagotchi kommt eine Keyboard-Melodie vom Sampler und so. Und ansonsten sind natürlich die Tempi unterschiedlich. Aber das kann man dann schön im Schneidestudio zurecht machen. Und es ist auch in den Ansagen so ein bisschen gefuscht und gefälscht worden. So, das ist halt einfach ein noch interessanteres Konzert ist, weil meine Bühnenshow ist ja relativ bekannt. Nee. Ach, stimmt. Ah, okay. Tee abstellen, Tee. Incredible Tea Show. Junge, bricht deiner Mutter nicht das Herz. Ja, wir haben uns noch nie so viel Kopf gemacht darüber, also viel, so viel Gedanken gemacht darüber, wie die Bühne aussehen soll. Und auch uns aktiv eingemischt, wie bei der Planung zu dieser Tour. Da ging es wirklich Monate vorher schon, was zeigen wir auf diesen Leinwänden, was gibt es noch für Backdrops, also einen dreidimensionalen Backdrop war auch mein besonderer Wunsch. Da liegt aber zum Teil daran, dass wir natürlich diese, was möglich war, also auch mit Projektionen und so, dass wir das erst von den Touren vorher überhaupt erst wussten. War echt groß, war unsere größte bisher. Also sowohl vom Publikum, als auch vom Aufwand, der betrieben wurde, als auch vom Spaß, als auch von den Kosten, ja. Ich bin ein kaufen uns ja selber auch oft genug Platten und mögen gewisse Bands ja auch sehr gerne. Und da fällt es dann bei der einen oder anderen Band schon mal auf, dass die dann halt im Turnus, wenn ihnen nichts einfällt, dann plötzlich halt einfach eine Live-Platte releasen und so. Und das haben wir uns nicht erlaubt. So, also wir sagen, okay, wir gehen nächstes Jahr ins Studio und nehmen eine Platte auf. Wenn wir dann aber auf dem Weg dahin merken, dass wir nicht genug Songs haben, dann verschieben wir es nochmal um ein Jahr. Und jetzt nur um einen Tonträger draußen zu haben, da gibt es dann genug andere Leute, Kollegen, liebe Kollegen, die sowas machen. Das ist nicht unser Stil. Und wir wollen natürlich auch, dass die Setlist sich so ändert, dass die Live-Alben jeweils für sich stehen. Also, wenn man so will, als Best-of einer gewissen Epoche. Doch damals, ja früher war er gefürchtet bei allem das Böse in Person. Also die Quintessenz bei manchen Bands ist ja, guck mal, wie gut die spielen oder guck mal, wie hübsch die sind.
oder guck mal, keine Ahnung. Und bei uns ist halt die Quintessenz, guck mal, wie viel Spaß wir alle haben. Und dann wollten wir doch mal zeigen. Außer Rott. Warum kann's nicht perfekt sein? Sieh, der Himmel ist fast sterbenschlag. Die Frage ist doch, wenn du die DVD siehst, ja, das geht nicht darum, was wir da auf der Bühne erleben, sondern danach, wenn wir das Material sehen. Darum. Ja, da geht's mir nie um mich und guck mal, das habe ich gut gemacht, da habe ich schlecht gesehen, ja, da geht's mir um uns drei. Und dann denke ich immer, geile Band, würde ich mir gerne mal angucken. Geht halt nicht. Endlich. Wie seht ihr das? Gibt es etwas Besseres, als sie die Erste zu hören? Die Erste zu hören.